Hallo, der David hier aus dem Body Power Studio und mir gegenüber ein weiteres Mal, kann man fast sagen, der Thomas Scheu. Viele sagen auch nur der Weltmeister. Ne? Nochmal kurz, die meisten von euch, die kennen Thomas natürlich, beziehungsweise kennen ihn mittlerweile, weil wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal ein Video gemacht. Wie viele Weltmeistertitel hast du jetzt? Sechs Weltmeistertitel, vier Vize-Weltmeistertitel und ich glaube 26 oder 27 Mal Nationalmannschaftsmitglied. Also die sechsfache Weltmeister, den muss ich mir jetzt mal merken. Ja, und wir haben kürzlich ein Video gemacht, das war dann noch in deinem Heimstudio sozusagen. Und das war so ein Talk zwischen einem jungen und einem noch jüngeren Mann über alte Bodybuilding-Zeiten. Und das kam sehr gut an. Haben wir sehr viel positive Kommentare zu bekommen und viele Leute, die hatten Spaß an den alten Geschichten. Und deshalb haben wir uns Haben schon gedacht, gedacht, wir wären verwandt, ne, weil wir so ähnlich genau, ja, reden. das haben auch viele gedacht, ja. Ist nicht der Fall, um das nochmal vorwegzunehmen. Du wüsstest das wahrscheinlich. Ich, ja, nee. Genau, deshalb haben wir uns gedacht, wir machen nochmal so ein Video, wo wir uns einfach ein bisschen unterhalten. Thomas ist ja, würde ich mal sagen, ja, nicht nur ein sehr erfolgreicher Athlet, sondern auch in Deutschland ein Bodybuilding-Lexikon. Da kann vielleicht noch der Erich Janner mithalten und noch ein paar andere. Aber der Thomas hat ja sehr viel miterlebt selber und ist schon unheimlich lange dabei und deshalb natürlich auch entsprechend viel Geschichten zu erzählen. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit deinem ersten Wettkampf, deine erste Diät. Wie war das damals so? Es gab kein Internet, kein YouTube, keine Gurus, keine Coaches. Wie hat man da an der Diät angefangen? Oder wie kam man überhaupt Tja, darauf, dann zu sagen, ich gehe jetzt wirklich mal auf die Bühne? ich muss erst mal überlegen mit der Diät. Also erstmal hatte ich immer nur 67 Kilo gewogen, weil Bruce Lee hatte ja so 62. Denke ich, okay, viel mehr darfst du nicht wiegen, bist ein bisschen größer. Und habe dann irgendwann das Studio, in dem ich also auch heute wieder trainiere, besucht und da wurde mir erklärt, ich müsste doch was mehr essen, ne, dass man irgendwo was drauf kommt. Und dann habe ich auch versucht, viel zu futtern. Und ich weiß noch genau, dass ich anfing mit einem 32er Oberarm. Und hat dann nachher 39,5, weil ich hatte keinen 40er gekriegt. Ne? Also ich habe gepumpt, 40 ging nicht, 39,5. Deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben. Und dann in einem Jahr später habe ich dann fast ja, einen 46er Arm gehabt, der aber nicht so austrainiert war. Ich habe halt nur sehr viel gefuttert. Ich war damals bei der Bundeswehr, habe dann morgens zu Hause bei der Bundeswehr gefrühstückt nochmal und dann unterwegs. Und ich habe von den Amis alles Mögliche zu essen gekriegt. Habe fast 20 Kilo zugenommen. Und dann halt Diät. Ne? Und wir hatten also von sehr viel Essen, direkt auf, was weiß ich glaube, 1000 Kalorien runter. Auf 1000 oder um 1000? Um die 1000, ich weiß nicht mehr Also genau, das um ist schon so 1000 lange. runter oder auf 1000? Nee, auf 1000, Okay. auf 1000. Was war damals in? Low Fat oder Low Carb Einfach oder? wenig, Okay. wenig von allem. Und nicht immer großartig Eiweiß oder was, ne? Und Eiweiß, wenn wir besonders fleißig waren, haben wir abends einen Eiweißbrei bekommen. Das waren dann 250 Gramm Haferflocken, 6 Esslöffel, aber richtig hohe Esslöffel Eiweiß, das war dann so geschmacksneutral damals, und 6 Esslöffel Nesquik. Das war dann der Brei, abends um, was weiß ich, 9 oder 10 Uhr, das waren schon ein paar Kalorien. Ne? Naja, und dann auf einmal zack, etwa 1000. Wir haben also wirklich in 6, 7 Wochen haben wir 20 Kilo abgenommen. Ne? Und Also das war dann entweder schon, Aufbau oder Hardcore-Diät. das war so die Hardcore-Diät. Ne? Da hat sie schon Kohldampf, richtig Kohldampf. Und natürlich warst du bei den ersten Wettkämpfen trotzdem relativ schlecht. Das war dann so ein Rheinland-Wettkampf in Köln, Sartorisälen. Da hatte ich schon 30 Jahre später meinen Gastauftritt. Das war ja auch lustig. Na gut, und dann halt die erste Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Da habe ich ja dann, glaube ich, Vize-Rheinland-Meister geholt und dann Vierter auf der Deutschen. Da wurde nicht geladen oder was. Da hast du einfach da vorher schon sehr, sehr wenig gehabt. Nach dem Wettkampf da am besten gar nichts gegessen, mal einen Schluck Wasser, das war's. Ne? Aber Und wo kam damals so dieses Ernährungswissen, wo kam das her? Waren das Bücher wir oder hatten hatten da kein Wissen eigentlich darüber. Ja. irgendwas aufgeschnappt, was irgendeinen Gar Vortrieb nichts. gemacht Wir hat? hatten halt damals unseren Coach, will ich jetzt mal sagen, der Chef vom Studio, der halt ein paar Bücher gelesen hat, das Arnold-Buch und so weiter und so fort. Aber jetzt speziell, was man da an besseren Kohlenhydraten zu sich nehmen kann, die vielleicht auch mal magenfüllend sind oder sonst was, haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Ne. Wir haben halt einfach nur wenig gegessen. Und erst danach, dann war ich ja dann deutscher Vizemeister, da hatte ich ja dann ein bisschen Kontakt gehabt, auch mit Erich Janner und Pipapo, und dann kamen dann schon die Ideen, doch mal vielleicht mehr Fleisch zu futtern in der Diät auch. Und ja, dann wurde die Form natürlich auch relativ schnell dann besser, auch gerade in der Diätphase. Ja, dann deutscher Juniorengesamtsieger, Männergesamtsieger und dann halt ewig lang, bis da mal wieder ein größerer Erfolg kam. Ne? Und Diät, aber da irgendwo passt man sich dann selber ein bisschen an. Man findet selber seinen Weg raus. Ne? Und damals war halt noch schwer in,
von den Eiern nur das Eiweiß zu essen. Ne? Ja. Eigelb wurde weggeschmissen, ne? Hatte sie gekochten Eier gehabt. Und, also das war dann so die Reishühnchen, also die Low-Fat-Zeit. Ja, so die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Ich glaube, in den 70ern war das eher umgekehrt, ja, oder? Da war ich aber nicht auf der Bühne. Also aber da war mehr Fett und eher weniger Kohlenhydrate, glaube ich, schon. Kann ich jetzt nicht, ich kenne da keine Leute aus der Zeit, die da irgendwas erzählt hätten drüber. Mhm. Ne? Man weiß auch vom Serge Nivré, ne? Der hat, glaube ich, angeblich, wurde auch heute geschrieben, er hätte mal gesagt, 4 Kilo Fleisch gewesen am Tag, aber 2 Kilo war, glaube ich, doch so realistisch, was er gefuttert haben soll. Ne? Habe ich auch mal gelesen, 2 Kilo Fleisch und irgendwie 32 Gläser Wasser am Tag. Sonst der Rest Gemüse, gell? Also ja. Kohlenhydrate war da fast gar nichts. Naja, gut. Aber das funktioniert halt auch nicht bei jedem, würde ich behaupten. Ne? Aber jetzt so die erste Diät dann, wo man sagen kann, wo du auch selber sagst, das war schon eine annehmbare Form, das hat was, kam was bei raus. Das war dann schon eher so klassisch dann vom. Das war eigentlich die klassische Variante. Deutscher Meistertitel, da war ich schon wirklich sehr gut in Form eigentlich. Die Form hat schon mal drastisch verbessert, weil ich Durchfall bekommen habe. Hm. Da wurde ich noch was dünner, aber auch was härter. Da habe ich auch den Gesamtsieg geholt. Aber sagen wir mal, dass ich halt für mich nachher rausgekriegt habe, was der beste Weg ist. Also ich habe nie Kohlenhydrat für sich gemacht, nie, niemals. Und aber halt relativ wenig gehabt. Ne? Vom Training mal gesehen, dass ich dann Kohlenhydrate hatte, dass ich Energie habe beim Training. Und das hat immer super funktioniert. Dann habe ich einfach nur die Kalorien so weit gesenkt, dass ich halt Eiweiß lag bei mir auch nie mehr als bei 200 oder was. Ne? Mhm. 300-400 am Eiweiß, das habe ich dann viel, viele Jahre später mal probiert, wo ich mal eine Zeit lang 1,6 Kilo Fleisch jeden Tag gegessen habe. Ne? Aber wie hat sich das ausgewirkt dann? Gar nicht. Okay. Also ich habe keine Verbesserung gemerkt, dass ich gesagt habe, boah, da ist jetzt in dem Jahr richtig was passiert. Ne? Und naja, hast dann schon fast keine richtige Lust mehr gehabt, noch Fleisch zu essen. Und es war, ich habe ja so viele Jahre immer 90 Kilo Wettkampfgewicht gehabt. Ne? Und das eine Jahr fast nur Fleisch oder viel mehr Fleisch hat dann gar nichts gebracht im Endeffekt, ne, muss ich sagen. War denn in deiner Karriere irgendwo mal so der Punkt, wo du irgendwas trainingsmäßig, ernährungsmäßig geändert hast, wo du sagen kannst, da ist richtig was passiert auf einmal, so wo du so gedacht hast, das hätte ich besser mal früher schon gemacht? Oder? Nee, also bei mir hat's halt, war eine lange Phase von 84 Deutscher Meister zu 96 erstmals Weltmeister. Und im Prinzip habe ich immer versucht, mit hohen Gewichten viele Wiederholungen zu machen, also sprich so Zehner, aber auch schon mal phasenweise, wie mein Trainingspartner die Kraft-3-Kampf-Wettkampf versucht hat mitzumachen. In dem Jahr habe ich dann erstmal wieder eine Weltmeisterschaft gestartet und habe halt mit 225 Kilo 20 Kilo in der Kniebeuge gemacht. Ne? Und weil ich gedacht habe, das wird halt Definition verbessern, aber das hat auch nicht so viel gebracht. Ich hatte damals mein Hauptfett in den Beinen und am Hintern hängen gehabt und das kam halt immer erst ganz am Schluss irgendwo, ja. Aber sonst habe ich also immer versucht, mit relativ hohem Gewicht bis zum Wettkampf hin zu arbeiten. Ich habe nie extremst Wiederholungen, ja, mit den Kniebeugen, das war halt mal ein Versuch, aber das hat nicht viel gebracht, ne. Also du würdest auch sagen, dass du dich halt einfach von einem guten Ausgangspunkt als deutscher Meister Junioren, dass du einfach immer weitergemacht hast, ohne dass du... Eigentlich habe ich mich immer so langsam halt weiterentwickelt, ne. Ich hatte halt auch phasenweise wirklich mal Bizeps allein. Sonst habe ich immer Bizeps und Trizeps zusammen trainiert, was ich jetzt momentan ja eigentlich auch wieder mache. Phasenweise auch mal anders probiert. Aber für mich an sich hat sich immer wieder herausgestellt, dass ich halt meinen alten Weg eigentlich nur weitergehen muss. Ja? Und nachher ging es ja auch nicht mehr darum, noch viel Muskelmasse aufzubauen. Wenn du mal über 40 bist, dann geht es mehr darum, die Muskulatur zu erhalten. Es geht nicht darum, dass du noch mal 3 Zentimeter am Abend mehr kriegst, was vielleicht auch möglich gewesen wäre, wo ich jetzt aber auch keinen Sinn drin gesehen habe, weil ich halt auf Weltmeisterschaften immer unter 90 Kilo gestartet bin. Mhm. Und dann nutzt es ja nichts, ob du vorher 4 Kilo mehr wiegst vielleicht noch einen dickeren Arm hast, weil im Endeffekt musst du die 90 Kilo auf die Bühne bringen. Und ich habe halt vielleicht nur qualitätsmäßig nochmal so leichte Steigerungen gehabt, sodass ich halt auch 2001 dann Gesamtsieger geworden bin. Oder 2003, da war ich ja besonders stolz drauf, dass der Ali Tabrizi, der schon als Favorit gehandelt wurde, der war natürlich auch deutlich massiver als ich, ne? Und die ganzen Jungs um ihn herum haben ihn ja schon gefeiert als künftigen Weltmeister, ne? Und dann habe ich dann mit einem Punkt gewonnen, weil halt, es war in Indien, es waren 36 Grad, da musst du nicht entwässern, darfst du gar nicht entwässern. Und da war ich halt wirklich so hart und habe halt eine gute Posing-Kür gemacht, da habe ich den geschlagen. Der ist auf die Knie gefallen, auf alle Vierer. Ich denke, was ist mit dem Mann? Ne?
Und 2 Tage später habe ich erfahren, er hätte halt $100.000 von Katar bekommen, wenn er gewonnen hätte. Echt? Er hätte mit mir geredet, hätte ein bisschen mehr getrunken, hätte mal halbe gemacht, weil ich habe noch nie irgendwie Geld bekommen für einen bei der Titel. Aber ja. Er hat ja danach noch geholt, glaube ich. Danach hat er ja mehrfach. Ich glaube, er war sogar mal in, also 2008, glaube ich, hat er Gesamtsieg gemacht, als ich mitgemacht habe. Ja, der war 2005, war er, glaube ich, auf der World Games, hat er, glaube ich, auch gewonnen, gell? Kann World sein, Games ja. In meiner Klasse. Auf jeden Fall im T-Shirt, total unscheinbarer Typ. Und wenn er blank zieht, dann ja, also, fallen die Augen raus. Also ich fand, der sah schon ganz schön massiv aus. Aber ich meine, der durfte ja auch nur 90 Kilo wiegen. Ne? Mhm. Von daher hat er klar, das ist wieder Andreas Becker. Den hast du auch unscheinbar wahrgenommen. Mhm. Aber wenn er das T-Shirt ausgezogen hat, der kleine Hulk steht da. Ne? Wolf Schafspelz. Waren so ein paar Sachen. Da kann ich jetzt vielleicht schon eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß, ob die nachher veröffentlicht wird. Da waren wir damals im Hotel und auf einmal hat es nebenan richtig böse gerumpelt. Da hast du eine Schreierei gehört. Da ist einer aus dem Zimmer rausgerannt, da hat der Kopf gehalten und da war einer am Toben und so. Da wurde das ganze Katar-Team, das war glaube ich ein Jahr vorher, gesperrt, weil einer wegen Doping überführt wurde. Da war das ganze Team gesperrt und der Ali Tabriza hier hat sich da irgendwie den Frust freigekämpft. Den Verantwortlichen anscheinend ein bisschen durch die Mangel gedreschen. Ja gut, ich weiß nicht, ob das, aber es sind Geschichten halt. Apropos Geschichten, Bodybuilding, also du hast ja aktiv dann teilgenommen in den 80ern. Ja, bis heute, wie war denn so Bodybuilding in den 80ern für die? Also ich gehöre ja auch dazu, ich war in den 80ern halt noch ein Kind. Wie kann man sich das so vorstellen jetzt im Vergleich zu heute? Wie waren damals die Meisterschaften? Ja, die Meisterschaften, das war ja damals immer das Deutsche Museum, die Deutsche Meisterschaft im Deutschen Museum in München. Und da waren noch Emporen oben, das war alles wie so ein festlicher Saal halt eben. Und was halt da eine Stimmung war, ist halt nicht vergleichbar mit später irgendwo. Mhm. Ja? Weil damals war ein Tom Platz ja außerirdisch. Mhm. Da kommt er da an, läuft auf die Bühne, wackelt mit seinem Bein, bam, als hätte ein Tor geschossen. Da sind dann 2000 Mann aufgesprungen. Aah! Oder Sergio Oliva kommt auf die Bühne und schaut zur Empore hoch. Die ganze Empore war aufgesprungen, war am Schreien. Auf einer deutschen Meisterschaft. Ja. Mhm. Da war mal der Sergio Oliva, der Bertel Fox und ich glaube der Albert Beckles. Die drei hatten einen Gastauftritt gehabt und sind nachher nochmal alle drei auf die Bühne gekommen. Mhm. Ne? Der Saal hat gebebt. Das hast du ja später kaum noch erlebt irgendwo. Ja. Natürlich wurden ja die Gaststars immer häufiger dann eingeladen, auch von den kleineren Meisterschaften. Ja. Und dann war das ja auch nicht mehr so besonders, wenn du halt dann den Kevin Levron in der Szene mal gesehen hast oder was. Ne? Das hat dann vielleicht ein bisschen die Stimmung runtergefahren. Auch die, jetzt mal abgesehen von Gaststars, ich glaube auch die Stimmung von zur Meisterschaft an sich war eine andere, oder? Ja gut, es war eine Phase, wo das Bodybuilding doch ein bisschen am Abfallen war, ne? Wo halt weniger Zuschauer gekommen sind. Wir hatten auf der Rheinlandmeisterschaft auch schon mal 1200, 1300 Zuschauer gehabt. Ne? In den 80ern? Das könnte sogar noch Anfang der 90er gewesen sein, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und natürlich sind dann die Angehörigen der Leute mitgekommen und dann war die Familie da und Freunde und dann haben die geschrien und getobt. Ne? Und das hat man vielleicht letztes Mal bei dir beim Dennis James Cup erlebt. Ne? Das war nochmal so ein Aufflackern, ja. Ja. Aber ich habe das, also annähernd so, bei meiner allerersten Meisterschaft, das war in Duisburg damals, wo der Dennis Wolf bei den Männern gewonnen hat und ich bei den Junioren. Duisburg-Rheinhausen-Halle, das war auch noch so. Da waren noch Fanfaren oben auf der Empore und Transparente und so. Da ging auch noch die Post ab. Ne? Aber danach ja, denke ich. In Nordrhein-Westfalen war ja auch ein sehr großer Verband mit sehr, sehr vielen Studiomitgliedern, wie Bayern auch und so. Oder Hessen war ja auch ein Riesenverband an sich von den Studiomitgliedern, die dabei waren. Und da war natürlich auch eine Wahnsinnsstimmung. Aber nachher sind halt die Studiomitglieder weniger geworden, ja? Die Teilnehmer sind weniger geworden. Die Gaststars hast du schon 10. Mal gesehen und wenn dann ein Gaststar nicht so in Form war, dann haben sie recht schon alle in Form. Früher, der Tom Platz war auch nicht knüppelhart, aber wenn der sein Bein geschwungen hat, dann war da die Halle am Beben. Oder auch der Sergio Oliva, der war auch nicht richtig hart, aber mein Gott, der war ein bisschen kleiner als ich, hat glaube ich 110 Kilo gewogen und dann die riesen Ärmel gehoben, da war aber alles zu Ende. Da hat auch Detail hier so eine kleine, gell? Und der hat auch gefressen wie ein Scheunendrescher. Ja. Was ich auch so in Erinnerung habe, so aus der Zeit oder auch noch bis in die 90er rein, das hatte irgendwie so eine bisschen andere Klasse. So, also die Kampfrichter hatten alle einen Sakko an, einen Schlips und abends beim Bankett
Da war auch noch Anzug, Schlips und so weiter. Ist doch der Deutschen eigentlich jetzt immer noch so, oder findest du nicht? Ja, ich denke, das ist schon ein bisschen, also ist vielleicht einfach so die Zeit. Früher wurde man für Tätowierungen runtergewertet. Ja, ja. Heute haben die Kampfrichter selber alle Tattoos. Können sie schlecht runterwerten. Ja, echt. Ja. Das ist also ich habe das noch so in Erinnerung, so ein bisschen halt, ich kenne das ja von Sportrevues, dann, da war teilweise vom Bankett, da war ein doppelseitiger Bericht nur vom Bankett. Da waren aber alle richtig zurecht gemacht und so weiter und das hat schon... Das Bankett war ja damals auf dem, wie heißt das nochmal, Nockerberg in München. Hm. Da, wo sonst die Politikgrößen, die Bayerischen da ihr... Ah, das ist ein gutes Stichwort. Da war doch auch so in den 80ern in München, war dann nicht auch so Thomas Gottschalk und Schubeck und so Leute, die hatten auch so einen Hang zum Bodybuilding, ne? Der Gottschalk und der, wie ist immer der andere, Fuchsberger, davon der Sohn, die haben bei Albert Busek trainiert, ne? Oben im Leistungszentrum. Ja. Ja, also der Gottschalk sah jetzt nicht so leistungsmäßig aus, aber ist doch im Unterhemd, Muskelshirt und kurze Hose war da am Trainieren. Ich habe ihn da selber schon mal gesehen. Waren alle sehr fleißig. Das war damals unheimlich in das Bodybuilding. Mhm. Ne? Und zumal, wenn Arnold halt da war, natürlich dort trainiert. Ne? Und dann weiß ich auch genau, also Gloria Estefan hat in dem Studio trainiert, Bruce Springsteen, noch so ein paar große Rockgrößen, die dann auch trainiert haben. Ja? Wenn du da Mitglied warst, dann hast du die dann live gesehen. Ja. Ne? War schon eine krasse Sache. Ja. Fast wie das deutsche Gold's Gym, ne? Ja, ja. Und da war ein Schild am Spind, Arnold Schwarzenegger, und ein Schild vom Josef Wilkosch. Und die Schilder wurden dauernd geklaut. Die mussten immer wieder erneuert werden. Ja, München ist auch noch ein gutes Stichwort. Du warst ja 1983, war ja Miss Olympia in München. Und da hast du ja schon einen Gastauftritt gemacht. Ne? Wie alt warst du da? Müsste noch 20 gewesen sein, ja. Also warst du noch ein Bub, sozusagen. Und dann kriegst du 5 Wochen vorher vom ersten Präsidenten des Deutschen Bodybuildings einen Anruf, du sollst da einen Gastauftritt machen auf der Mr. Olympia-Wahl. Das war schon dann noch als Bub. Ne? Und, oh Scheiße, und die Form war nichts. Ne? Und dann 5 Wochen auf Ruckdiät und dann der Walter Klock, der kam nachher zu mir und hat gesagt, ich habe schon 4, 5 Wochen noch gesehen, da warst du fett wie ein Otter. Wie hast du das geschafft? Ich habe nichts mehr gegessen. Ja. Und ich war auch der Einzige, der sich dann von den Deutschen so in Form gebracht hat. Und da war ja der Ralf Möller da und Erwin Knoller und alle, die jetzt so im deutschen Rahmen einen Namen hatten. Nur der Junior, der hat schon Form gebracht dafür, ne? Mit Bräunungscreme und dann cooles Posing gemacht. Der Busser ganz begeistert, hat mich dann da wirklich auf die Kassette als erstes drauf gemacht. Mhm. Die beginnt mit mir. Ja? Also, da hast du auch gedacht, jetzt hast du gepackt, oder? Da kannst du mit Instagram-Follower gar nicht vergleichen. Also würdest du sagen, dass das war so ein Höhepunkt, jetzt mal abgesehen von Titeln? Ja, auf jeden Fall. Du bist zum Hilton gekommen, ja, und dann hast du da die ganzen Größen, die du ja nur aus den Magazinen kanntest. Hast du ja nie irgendwo gesehen, ob da der Mohamed Makaveh, Frank Zane, Lee Haney, der Arnold höchstpersönlich da rumgelaufen. Oh, der Arnold. Und ja, dann wollte man mich ihm vorstellen, aber ich habe gedacht, er kriegt jeden Tag 200-300 Leute vorgestellt. Und nee, wollte ich nicht. Es hat 25 Jahre gedauert, bis wir dann bei ihm eingeladen waren und selber dann eine Show gemacht haben. Und er dann auf uns zukam und das wirklich gut fand, was wir gemacht haben. Das war dann für mich natürlich schon deutlich besser, als jetzt vorgestellt. Ja, das ist der Thomas, der Kleine, will ich mal kennenlernen. Nee, war nicht so, wollte ich jetzt wirklich nicht. Morgens war da noch einer rumgelaufen, Telefon für Mr. Schwarzenegger. Der hat gar nicht geguckt danach. Und daher kam dann so ein Verbandsfunktionär und hat gesagt, oh, wir haben gestern noch gefeiert nach der Olympiawahl. Oh, wir haben gesoffen. Der Arnold hat sie allen unter den Tisch gesoffen, sagte er. Jo, Aussage. Und hast du dabei war. Hast du denn damals so gedacht, irgendwann willst du auch mal auf der Bühne stehen oder war das für dich nie so ein Thema? Olympiawahl. Mhm. Naja, wenn du ja über die Jahre hin trainierst und bist als Amateur recht erfolgreich, dann bist du natürlich auch mal nicht, du bist ja nicht immer Weltmeister geworden. Ich habe ja auch mal einen zweiten Platz gemacht, auch mal einen dritten, auch mal einen fünften, dann wieder gewonnen, dann auf einmal Gesamtsieg gemacht. Ja. Und jetzt habe ich ja damals aufgrund meiner Posingküren ja schon wirklich viele Gastauftritte gehabt. Damals war ich, ja, so das Bodybuilding aushängeschild. Ich habe bei jeder, fast jeder Studioeröffnung, manchmal sogar bei privaten Geburtstagsfeiern, habe ich einen Auftritt gehabt. Mit meiner Schwertshow, was halt eben da eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und was hätte ich da jetzt mehr Auftritte bekommen, wenn ich jetzt auf der Olympia wirklich versucht hätte zu starten? Ne? Das ist natürlich, da gab es noch keine Classic Bodybuilding oder 212er Fund, da gab es nur die dicken Männer. Mhm. Und da anzuknüpfen wäre doch dann sehr schwierig, sehr teuer und was weiß ich, alles Mögliche geworden. Und ich hätte keinen Gastauftritt mehr gehabt. Mhm. Ich wäre vielleicht, wenn es toll gelaufen wäre, wäre ich vielleicht mal Achter geworden.
Und wenn man weiß, dass vor 6, 7 Jahren der 8. Platz auf der Olympiawahl noch 2000 Dollar bekommen hat, dann weiß ich nicht, ob schon alles so rentiert. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, das ist ein bisschen besser geworden. Aber ist danach ist es dann deutlich besser geworden. Ich glaube, jetzt kriegt sogar der 10. noch 10.000 Dollar, aber 10.000 Dollar ist für den Aufwand, den die Jungs betreiben müssen, da ja auch nicht so das Wahre. Ne? Und du hast natürlich jetzt da eine schöne Lücke mit deinem Classic Bodybuilding, wo du wunderbar reinpasst. Ne? Da ja auch auf jeden Fall schon, du bist vielleicht jetzt nicht nur in den ersten 6 gewesen, aber du hast da mitgemischt an der, in der vorderen Front. Und das hätte ich damals mit größten Schwierigkeiten annähernd erreichen können, dass ich vielleicht unter die ersten 10 gekommen wäre. Und ob das wirklich sich gelohnt hätte für mich, glaube ich an keinen Fall. Und wenn du siehst, dass heute bei Instagram oder YouTube wichtiger ist, Blödsinn zu reden, wirklich Blödsinn zu reden. Ich habe da jetzt wieder eine im Kopf, der da Übungen erklärt, wo da dreht sich wieder der Bauch um. Das ist unfassbar. Was deshalb machen wir hier das Interview als Gegenpol, ne, zu dem ganzen Blödsinn. Und da lassen wir ganz... Ja, okay. Aber ich sage halt nur, damals hattest du nur die Sportrevue oder die Fachzeitschriften als deine Werbeseite. Und wenn du dann mit so einem kleinen Bild mit dem 10. oder 12. oder 14. Platz erwähnt wirst, bringt das keine Gastauftritte, kann ich dir versichern. Ja? Deswegen war das für mich jetzt keine Option, da zu versuchen, an den Start zu gehen, sondern für mich war es halt interessant, vielleicht im nächsten Jahr wieder World Games weit vorne zu sein oder vielleicht wieder mal einen Weltmeistertitel zu holen. Und hat halt eben dann die Zeitschriften als Werbeplattform für mich. Ne? Gladiator in this art of war. What you think that I've been fighting for? Got a cape on like a superhero. I don't need the negativity. I'm just trying to bring my people up. Aber es gibt ja auch heute häufig die Diskussion so, was war die beste Ära so? 90er waren die Leute besser als heute und so weiter. Und habe ich letztens noch ein Interview gesehen, ich glaube, war mit Dorian Yates. Da muss man auch sagen, damals gab es nur Bodybuilding. Das heißt, das ganze Talent, jeder, der den Sport machen wollte, musste sich in dieser einen Klasse messen. Dementsprechend war natürlich auch da der Druck ein bisschen höher. Ne? Heute verteilt sich das auf 3, 4 Klassen, dann verteilen sich natürlich auch die Talente so entsprechend ein bisschen. Ne? Ja, und Talente, man muss auch sagen, früher, jetzt mal ohne Scheiß, wie viele Verbände gab es denn? Es gab IFBB und es gab noch NAC oder NABBA? Ich glaube NABBA oder was, ne? Ja, vielleicht das weißt du besser als ich, ja. Aber der herausragende Verband war halt IFBB, weil es halt einfach weltweit war und die meisten Mitgliedsländer hatte. Meines Wissens 45 Nationen teilweise, mit jeweils immer die besten 5 dann auf der Weltmeisterschaft. Ja. Und wenn man sich halt mit den Besten messen wollte, musste man zu diesem Verband. Ich meine, jetzt sind die anderen ganz schlecht, aber es war schon ein Unterschied. Es war schon ein Leistungsunterschied auf jeden Fall. Ne? Ja, klar. Und so finde ich es, aber heute sind sogar noch ein paar Verbände dazugekommen. Ja. Wenn dann manch einer da bei 4 Teilnehmern bei WBU Firlefanz FF die Pro-Karte holt, dann verdreht sich mir schon so einiges. Also das ist schon krass. Ne? Das hätte es halt in den 90ern nicht gegeben, dass dann solche, die wären ja nicht mal bei den Junioren die ersten 10 gekommen teilweise, oder die ersten 6 oder was. Ne? Also diese ganze Verbandsspaltung aktuell ja, auch die IFBB sich selber aufgespalten sozusagen, siehst du alles kritisch. Ja, das ist halt, ja gut, was heißt kritisch? Es ist Lauf der Dinge irgendwo, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass überall nur schlechtere Leute am Start sind. Man kann schon sagen, dass in den 3, 4 größeren Verbänden, die dann den ersten Platz machen, schon wirklich sehr, sehr gut sind. Ja. Und dann vielleicht auch sieht man halt auch bei Mr. Olympia war vielleicht dann auch irgendwo in die höheren Ränge kommen können, höhere Platzierungen erreichen können. Ne. Aber die Qualität, ja, wenn ich jetzt, wie soll man da jetzt in das schwierige Thema eingreifen? Wenn die Jungs halt, wenn man halt irgendwo gar keine Muskelstruktur mehr sieht, sondern nur so aufgeblasene Kugeln an Muskeln, die kaum noch beim Anspannen Struktur zeigen, dann wird es kritisch, was jetzt da noch wirklicher Muskel ist. Ja? Und das hat es halt, wenn so Ron Coleman mit der Riesenmasse, wenn der den Armen gespannt hat, hast du Streifen im Bizep gesehen, du hast Streifen im Arsch gesehen, du hast Streifen in der Brust gesehen. Und das siehst du bei manchen 212er nicht mehr. Ja? Und da sehe ich irgendwie doch ein Qualitätsunterschied. Wir hatten es eben schon mal angesprochen, so Veranstaltungen, die dir besonders im Kopf geblieben sind. Also natürlich dein Auftritt da auf dem Mr. Olympia, ist klar. Und ansonsten der Gesamtsieg der Deutschen. Gesamtsieg Deutscher, ein Jahr so später. Das war ein ganz großes Highlight. Das war auch in diesem Deutschen Museum? Ja, das war natürlich dann granatenmäßig. Ne? Weil immer schon damals hieß, der Gesamtsieger der Deutschen, boah Junge, das ist was. Ne?
Ist es auch. Das war auch für mich ein Meilenstein. Ja. Weltmeisterschaft selber, ja, du warst stolz, dass du Weltmeister geworden bist, aber irgendwo warst du dann schon so lange im Sport drin, du hast so viele Jahre den Sport gemacht, so viele Wettkämpfe gesehen, du weißt, okay, du bist jetzt hier Weltmeister, aber morgen stehst du wieder auf der Arbeit an deinem Schraubstock und das ist nicht wie, dass du jetzt dann in der Zeitung gefeiert wirst oder sowas. Ne? Und was bei der WM, finde ich, auch fehlt, also ich habe nie eine WM gewonnen, aber bei internationalen Wettkämpfen, da fehlt halt so dein heimisches Publikum. Auf der Deutschen kennt man dich, da sind, also mittlerweile auf der Deutschen kennt man, ne, fast jeden, der da rumrennt. Das ist halt so, wie wenn du ein Wohnzimmer gewinnst. So. Das ist ja, aber Weltmeisterschaften ist ja auch teilweise so, dass gar nicht so viel heimisches Publikum da ist. Das letzte Mal, wo ich das noch erlebt habe, das war in Indien, weil das ja in Indien Bodybuilding ganz anderen Stellenwert hat. Das ist, glaube ich, in 30 asische Länder live übertragen worden. Mhm. Und das war im Stadion gemacht, weil halt eben dann vielleicht 6.000 Zuschauer da waren. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, was die für Eintrittskarten hatten, wahrscheinlich für ein Apfel und Ei, aber der Laden war voll und die haben getobt. Ja. Aber wenn du jetzt normal, ich sag jetzt mal, wenn du auf Guam der Weltmeisterschaft warst, Guam, Pazifikinsel, da waren nicht so viele Zuschauer. Ja, ja, vor allem keine Deutschen. Ja, schon gar nicht. Ja. Und deswegen kann man da nicht diese Stimmung erwarten, wie es halt eben jetzt dann auf einer Deutschen war oder so. Ne? Aber dafür kann man auf Guam geile Bilder machen. Ne? Ja, ja, gut. Das meine ich, Strandbilder. Ne? Die von Guam, das war schon cool, ja, dass ich da am Strand liege. Das war schon ein besonderes Highlight irgendwo. Ne? Deutsche Meisterschaft und was würdest du noch sagen, war so ein Highlight? Ja, Riesenhighlight war, wie ich einmal wirklich schon sehr, sehr gut in Form war und so deutschen Pokalübergaben gemacht habe und soll das Hemd ausziehen. Und die Leute haben getobt. Ich habe doch nicht mal das Ding richtig ausgehabt, da waren die schon am Schreien. Und dann war ich natürlich aus meinen guten Posen sind, habe den Rücken gezeigt. Da war da ein Getöse ausgebrochen, wie es halt in den besten Top-Platzzeiten erlebt hat. Ne? Kannst du dich noch an deine erste FIBO erinnern? Ja, da war ich nicht als aktiver am Stand oder so, sondern war einfach nur Zuschauer. Es hat bei mir sogar ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dann überhaupt mal angesprochen wurde, auf die FIBO zu kommen. Das war damals, glaube ich, Künstler, Sportgeräte, die haben mich das erste Mal geholt. Dann habe ich nachher ein paar Mal für Inkosport auf der Bühne gestanden. Werbepartner habe ich eigentlich erst ab 96, 97 gehabt mit Peak. Ne? Und wann war deine erste FIBO? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Also ab wann gab es die? Mitte, Ende 80er? Mitte 80er, glaube ich, sogar schon, 86 rum oder so. Da warst du schon da? Nee. Ich war erst vielleicht zweite oder dritte Mal, wenn ich schon da am Laufen war. Bin ich mal deshalb hingefahren. Das hat mich vorher gar nicht so gejuckt. Ne? Und dann, ja gut, die letzten, was weiß ich, seit 95, 96 war ich dann immer da. Ne? Und so also die erste FIBO, wie kann man sich das vorstellen im Vergleich zu, na, heute gibt's ja wieder keine mehr, aber zu den neueren FIBOs? Ja gut, die ersten, da hat es halt jeder, der irgendwie einen kleinen Titel hatte, war irgendwo am Stand. Das ist scheißegal, ob du Rheinlandmeister warst oder sonst was. Hast natürlich da im Unterhemd mit gestreiften Leggings oder was, die waren ja damals schwer modern. Ja, Bauchtasche. Und ja, da hat es dann aber schon fast an jedem Stand wurden Auftritte gemacht. Ne? Hier und da vielleicht auch mal auf der Bühne. Aber weiter und die großen Namen. War das damals auch schon so international? Also waren auch Amerikaner? Ja, also weiter oder Multipower, da waren schon die großen Namen dabei. Ne? Die hatten dann auch die Bühne erhöht gehabt, dass du erhobener irgendwo dann gestanden hast, dass die Leute das auch besser sehen konnten. Das war schon eine coole Sache. Ne? Und da war natürlich auch Mordstimmung gewesen. Ne? Und später dann wurde ja doch ein bisschen mehr dann die FIBO-Bühne genommen für die großen Gastauftritte, die zwar die Athleten, die auch irgendwo an den Ständen waren, aber da wurde jetzt nicht großartig Auftritt gemacht. Die meisten haben ja nur da gestanden, Autogramme gegeben, gesprochen mit den Leuten. Und dann zu gewissen Zeiten halt für ihren Sponsor auf der großen Bühne, wo dann aber auch teilweise 1.500 Leute, 2.000 Leute sich versammelt haben. Ne? Wenn dann da... Das war natürlich auch für mich dann ein sehr schönes Zeichen, dass ich halt, wenn ich der Erste auf der Bühne war an dem Tag, ja, und dann waren trotzdem 500, 600 Leute da stehen geblieben, ne, das war schon cool. Oder ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal mit dem Schwerter umgewirbelt habe, kamen von allen Seiten die Kamerateams an die Rand, weil die das so besonders fanden, ne, und dann wollten die halt aufnehmen. Da dann haben sie eine Nachricht. Ne, ja, Thomas, ich habe gesehen, die Nachrichten und so. Cool. Weißt du noch, wie viele Gastauftritte du schon gemacht hast? Pah. Das kann ich nicht erzählen, keine Chance. Ich weiß nur, dass ich in einem Jahr, ich glaube, fast 40 Auftritte gehabt habe. Mhm. Da waren auch teilweise kleinere Sachen dabei, eine Geburtstagsfeier, wo ich dann vielleicht nicht so viel Geld genommen habe oder so. Aber es waren sehr, sehr viele. Ne? Wenn du jetzt zurückdenkst, ich hätte letztes Jahr 4 Stück haben sollen. Corona, alles am Arsch. Wo ich jetzt jahrelang eigentlich kaum noch zu tun hatte. Ne? Und ich hoffe halt, dass jetzt, also ein oder andere ist noch geplant, wenn die Zeiten wieder besser werden. Dass ich da entsprechend auch Videos von mache und auch halt mein Posing hier und da wieder
bisschen hervorheben kann. Es waren ja so ein paar alte Aufnahmen, die ich ab und zu mal gezeigt habe, die ich selber irgendwo gefunden habe, die einer da gepostet hat, die ich dann auch bei mir gepostet habe. Das ist schon geil, wenn du dann ein Posing siehst von 1987 auf der Europameisterschaft, ne? auf Queen. Und ja. Könnte sein, dass da wieder mehr Interesse besteht, hier und da mal einen Auftritt machen zu können, obwohl ich jetzt ja schon ein älterer Sack bin, das muss ich auch sagen. Aber für das Alter, glaube ich, bin ich noch für einen Gastauftritt gut genug. Jedenfalls, was die Kür angeht. Vielleicht die Masse nicht unbedingt. Ja, Thomas, besten Dank. Ich würde mal sagen, so das Fazit, ich habe ja ein paar Mal so rumgebohrt, so eben nach dem Motto, was hast du an deinem Training mal geändert oder wo hast du einen großen Sprung gemacht? Aber ich glaube, das Ding bei dir ist einfach diese extreme Beständigkeit. Du hättest ja auch jetzt mit deinen Gastauftritten und so weiter, hättest ja sagen können, ich höre auf zu arbeiten, aber du bist immer so in der Schiene geblieben und hast immer weitergemacht. Ja, man sieht ja, wie schnell man sich verletzen kann, wie schnell man eine Treppe runterfallen kann, der Sport beendet sein kann. Du kannst einen Autounfall haben, wenn ich irgendwo hingefahren wäre für einen Gastauftritt und hätte dann keinen Job mehr gehabt. Das war Job aufgeben nie eine Option gewesen für mich. Ne? Ja, ich glaube, da würden heute viele ganz anders. Die würden dann sagen, alles klar, Gastauftritt, Instagram und kein Bock mehr zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich denke, das ist auch der Grund, warum du eben im Sport so weit gekommen bist, weil du halt immer so. Ja, du musst halt bedenken, es ist ja nicht immer. Viele sind heute, wenn ich heute Videos sehe von Leuten, die 600, 700 Kilo auf der Beinpresse bewegen und haben Beine wie, naja, nicht ganz wie ein Storch, aber bewegen die dann so kurze Stück und sind ganz stolz, dass sie 600 Kilo bewegt haben. Natürlich werden die Knie davon genauso zerstört, wie wenn sie halt, was weiß ich, vielleicht dickere Beine hätten. Und ich habe halt eben schon früh relativ runtergeschraubt. Ich habe mir jetzt noch Gedanken darüber gemacht. Guck mal, ich bin jetzt, wie viel Jahre älter wie du? 18 oder was? Ich bin jetzt 41. 41, ich werde jetzt 59. Also kannst du sagen, 18 Jahre Unterschied und 18 Jahre Training. Wenn du jetzt bedenkst, wie viele Tonnen du bei jedem einzelnen Beintraining bewegst und das 50 oder sagen wir 52 Mal im Jahr und das auf die 18 Jahre rechnest, wie viel mehr Belastung meine Knie jetzt schon auf dem Buckel haben wie deine. Ja? Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, also mit 24 war das Training, das war eine komplett andere Geschichte. Ja, gell? Da bist du rangegangen, scheißegal, wie viel Gewicht da drauf war. Du machst das jetzt. Aufwärmen, alles egal. Und heute überlegt man sich halt genau, wie man die Bewegung ausführt, dass man ja nicht vielleicht irgendwo sich was kaputt macht. Ne? Aber gut, das sind Erfahrungswerte halt einfach, die man sammelt mit den Jahren. Ne? So sieht's aus. Thomas, danke fürs Interview. Gerne. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, ihr könnt gerne teilen, liken, kommentieren. Hashtag mehr mit Thomas, ne? Könnt ihr in die Kommentare hauen, wenn ihr mehr mit Thomas sehen wollt, dann machen wir noch mehr Videos und natürlich mit dem Code HOFF bei esn.com einkaufen, damit wir uns hier sowas, ihr könnt das nicht sehen, aber wir haben hier ein riesen Setup, Kameraleute, Regieassistenten, Visagisten und so weiter, das alles muss bezahlt werden, also könnt ihr gerne unterstützen bei einem Einkauf bei ESN und ansonsten sagt euch das Peak Urgestein. Tschüss. Guten Pump. Tschüss. The pump, the pump, the pump. The pump.